Liebesgrüße aus Baku, so könnte unser nächster Beitrag heißen. Er handelt von Aserbaidschan, einem Land, das es dank großer Ölvorkommen zu beträchtlichem Reichtum gebracht hat. Aber das Image, das ist bescheiden. Amnesty International drückte es letztes Jahr so aus: Folter und Misshandlungen an der Tagesordnung. Friedliche Demonstrationen verhindert oder gewaltsam aufgelöst. Unabhängige Journalisten mussten mit Gewalt, Einschüchterung und Drohungen rechnen. Wie gesagt, ein katastrophales Image. Was tun? Liebesgrüße aus Baku, und die funktionieren so. Mit opulenten Zuwendungen an europäische Politiker werden diese offenbar überzeugt, für Aserbaidschan in Europa zu werben. Und darunter ist auch eine deutsche Bundestagsabgeordnete, Erik Behres und Heiner Hoffmann. Vergangene Woche in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Wahlkampftermin für die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz. Wir wollen mit ihr über ihre Verbindungen nach Aserbaidschan sprechen. Sie können mich gerne nach der Bundestagswahl um ein Interview bitten. Da treffen wir uns, so Gott will, in unserem Büro und dann sprechen wir miteinander. Worum geht es? Aserbaidschan und sein Staatspräsident Ilham Aliyev. Sein Land liegt weit weg am Kaspischen Meer. Doch der Präsident hat starke Ambitionen Richtung Europa. Aliyev gibt sich modern und westlich, schmückt sich mit internationalen Großevents. Europaspiele, Formel 1, Eurovision Song Contest. Doch hinter der schönen Fassade ein Land, in dem seit Jahren Wahlen stattfinden, die als undemokratisch kritisiert werden. Immer wieder werden Regierungskritiker willkürlich verhaftet. So wie Khadija Ismailova. Die international preisgekrönte Journalistin deckte Korruption im Aliyev-Regime auf, musste dafür sogar ins Gefängnis. Per Skype können wir mit ihr sprechen. Zuerst haben sie mich mit einem Sexvideo erpresst, das heimlich in meinem Schlafzimmer aufgenommen wurde. Als das nicht funktionierte und ich weiter recherchierte, entschied die Regierung, mich ins Gefängnis zu werfen. So machen sie es mit vielen anderen Journalisten in Aserbaidschan auch. Staatspräsident Aliyev versucht, das Image seines Landes aufzupolieren. Der Verdacht seit langem: Über ein Netzwerk versucht er, Europapolitiker in seinem Sinne agieren zu lassen, bekannt als sogenannte Kaviar-Diplomatie. Wir fragen uns, gehört zu diesem Netzwerk auch die Bundestagsabgeordnete Karin Strenz? Sie sitzt seit vielen Jahren im Europarat. Dieses wichtige Gremium überwacht die Einhaltung der Menschenrechte in Ländern wie Aserbaidschan. Der Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe sitzt für die SPD im Europarat. Er hat Karin Strenz in zahlreichen Sitzungen hinter verschlossenen Türen erlebt. Frau Strenz ist eine der leidenschaftlichsten Aserbaidschan-Anhängerinnen, die wirklich null Kritik gegenüber dem Regime erkennen lässt. 2015. Im Europarat wird gefordert, politische Gefangene in Aserbaidschan freizulassen. Nur eine Abgeordnete aus Deutschland stimmt dagegen. Karin Strenz. Im gleichen Jahr leitet sie eine Delegationsreise des Bundestages nach Aserbaidschan. Tabea Rösner war damals als Abgeordnete der Grünen dabei, hat Karin Strenz im Gespräch mit Präsident Aliyev erlebt. Und ganz am Schluss hat sie, und das hat mich wirklich ein bisschen empört, gesagt, naja, diese ganze Kritik an Aserbaidschan, die solle er doch an sich abperlen lassen. Als dann danach Frau Strenz und Aliyev in der Hotellobby aufeinandertrafen und die sich umarmt haben, da ist mir dann einiges klar geworden. Ging es nur um persönliche Sympathie? Es gelingt uns, die Spur des Geldes nachzuzeichnen. Ein kompliziertes Konstrukt. Aserbaidschan hat einen Lobbyisten in Deutschland beschäftigt, Eduard Lindner, pensionierter CSU-Staatssekretär. Über dubiose Organisationen und Briefkastenfirmen aus Aserbaidschan flossen Hunderttausende Euro an ihn. Um diese Gelder abzuwickeln, baut Lindner in Deutschland zwei Firmen auf. Eine davon, die Line M Trade, gegründet ausdrücklich auf Wunsch Aserbaidschans, wie uns Lindner schriftlich bestätigt.
Von der Line M-Trade wiederum bekam Karin Strenz Geld, offiziell als Beraterhonorar. Auf ihrer Bundestagsseite hat sie diese Einnahmen pflichtgemäß angegeben. Stufe 3, das bedeutet mindestens 15.000 Euro. Es könnte auch deutlich mehr Geld sein. Die Zahlungen an Strenz seien mit Aserbaidschan abgestimmt gewesen, schreibt uns Lindner. Also, über ein kompliziertes Konstrukt profitiert Karin Strenz von Geldern aus Aserbaidschan. Wir haken bei der Bundestagsabgeordneten noch einmal nach, bei einem Wahlkampftermin im Supermarkt. Für was haben Sie denn das Geld bekommen? Frau Strenz, das ist doch eine wichtige Frage. Frau Strenz, es geht doch nur um die Frage, welche Gegenleistung haben Sie für das Geld erbracht? Wir finden heraus, Ihre Zusammenarbeit mit der Aserbaidschan-Lobby reicht sogar noch deutlich weiter zurück. 2010 war sie als Wahlbeobachterin in Aserbaidschan, allerdings nicht als Mitglied des Europarats, sondern in einer Delegation um Lobbyist Lindner. Er bestätigt, dass seine Wahlbeobachtungsmissionen generell von Aserbaidschan bezahlt wurden und die Teilnehmer das auch wussten. Ihr Votum verkündet Strenz damals im aserbaidschanischen Fernsehen. Das, was ich heute kennengelernt habe und gesehen habe, ist meines Erachtens eine gute Wahl gewesen. Nach internationalen Standards ist nicht zu kritisieren. Organisationen wie die OSZE kommen damals übrigens zu einem anderen Ergebnis. Vor der Wahl seien fundamentale Grundrechte eingeschränkt gewesen. Wir bitten zwei Experten, unsere Recherchen zu bewerten. Michael Koss, er und sein Team untersuchen das Verhalten von Mitgliedern des Europarats. Und Hartmut Bäumer, Jurist bei Transparency International. Es gibt Verdachtsmomente, dass Frau Strenz hier nicht nur ihrem Gewissen gefolgt ist bei den Entscheidungen, die sie getroffen hat und bei ihren Abstimmungsverhalten, sondern dass es möglicherweise sachfremde Beeinflussung gegeben hat. Einfach deshalb, weil der Eindruck entsteht, es hätte Geldzahlungen gegeben für konkrete verhaltensmäßige Gegenleistungen, sprich Stimmverhalten. Und ja, juristisch würde man das Stimmkauf nennen, politisch ist das auf jeden Fall Fremdbestimmung. Mehrfach bitten wir Karin Strenz um eine Stellungnahme, doch sie antwortet einfach nicht. Regimekritiker wie Khadija Ismailova sehen sich als die Leidtragenden. Frau Strenz sollte sich mitverantwortlich fühlen für Menschen wie mich, die Jahre im Gefängnis verbracht haben. Für Menschen wie mich, deren Leben vom Regime zerstört wurden. Und wenn Sie möchten, dass ich weiter Bundeskanzlerin bin, dann würde ich Ihnen doch empfehlen, mit beiden Stimmen